Am I really going to see the House of 1,000 Doors again? It's been 1 year since my last visit. Mulligan from the hit radio show Shock. The people in New Jersey have reported seeing a strange light in the night sky. What was it? Extraterrestrials? Ghostly apparitions? The flames of hell? Or something else? We'll tell you everything we know in the next edition of Shock. Oh, da geht's schon los. Huh? Oh. Hallo und herzlich willkommen zurück zu der oder beziehungsweise zu einem neuen Let's Play von mir, King Falke, Haus der tausend Stoffe, das Juwel des Zarathustra. Jo, und jetzt müssen wir einstellen, normal oder Experte. Was nehmen wir denn? Es dauert 30 Sekunden, ja, das ist normal, bitte normal. Klicke auf die Autotür, um sie dir näher anzuschauen. Aber wir haben einen Eintrag hier drin, erstmal hier lesen. Feuer am Himmel. Ich bin nach Trenton City in der New Jersey gefahren, wo Anwohner von seltsamen Phänomenen berichtet haben. Sie berichteten, dass der Himmel geglüht habe und Bälle aus Feuer sie verfolgt hatten. Das gleiche, was auf Liberty Insel vor dem Haus der tausend Türen passiert ist. Vielleicht ist die Tür zwischen den Welten wieder geöffnet. Vielleicht werde ich die Leicester und Gabriel wiedersehen. Ich hoffe nur, das Haus wird mich hereinlassen. Mal schauen. Aber das macht die Türe. Das Auto hat zwar Benzin, aber du musst erst den Zündschlüssel finden, bevor du losfahren kannst. Klicke auf den Sonnenschutz, um ihn herauszuklappen. Manche Gegenstände, die du findest, kannst du benutzen. Klicke auf den Zündschlüssel. Zündschlüssel. Die Objekte, die du im Spiel findest, werden in deinem Inventar abgelegt. Bewege deinen Mauszeiger zu unteren Rand des Spielbildschirms, um das Inventar zu öffnen. Klicke nun auf den Zündschlüssel. Klicke jetzt mit dem Schlüssel auf das Zündschloss, um das Auto zu starten. Mit einer schmutzigen Windschutzscheibe zu fahren ist sehr gefährlich. Ich sollte sie sauber machen, bevor ich losfahre. Um diesen Fenster zu schließen, klicke entweder auf das X oder außerhalb des Bildes. Du kannst den Tipp-Button benutzen, um dir einen Hinweis geben zu lassen, was du als nächstes tust. Zeitung. Feuer am Himmel. Die Einheimischen sind, nachdem sie seltsame Lichter
entlang der östlichen Küste beobachtet haben, in Panik geraten. Mehrere Zeugen berichten von Flammen am Nachthimmel. Diese Phänomen erschreckt sogar religiöse Menschen fast zu Tode. Nach dem Augenzeugenberichten erschienen die seltsamen Lichter aus dem Nichts und später verschwanden sie ebenso plötzlich. Die Leute sagen, dass das Licht spektakulär eine Stunde gedauert hat und genau um Mitternacht endete. Wir haben einen Bucheintrag. Feuer am Himmel. Na, da steht doch nochmal drin. Da brauche ich ja nicht nochmal vorzulesen. Das ist ja nur das Hettungsartikel. Artikel. Und jetzt? Drehgriff. Und sonst die Waffe. Was macht eine Remington 870 draußen im Freien? Irgendwas muss den Eigentümer diese Tankstelle so erschreckt haben, dass er um sein Leben gerannt ist und sogar sein Gewehr zurückgelassen hat. Ich lasse ihm etwas Geld für das Benzin da und dann mache ich mich fort von hier. Mach das. Hier. Und der Drehgriff fehlt. Den haben wir ja gerade gefunden. Hier muss ich einen Eimer hinstellen. Ich habe eine Rasierklinge gefunden. Da liegt doch der Eimer. Okay, jetzt haben wir doch den Eimer schon gewonnen. Mal Wasser reingekippt. Eimer Wasser. Komm mal hier. Das Seil ist zu fest verknotet. Ich bekomme es mit bloßen Händen nicht auf. Und das sind gerade gewackelt. Und jetzt irgendwas muss man noch finden. Ne, das ist das hier wieder. Hier kann man ohne finden mehr. Was brauche ich jetzt? Einmal Wasser. Und hier mit einer Schmutz. Achso, Da liegt noch ein Zettel, den kann man nicht benutzen. Mit einer schmutzigen Windschutzscheibe zu fahren ist ja gefährlich. Ich sollte sie sauber machen, bevor ich losfahre. Hat man ja vorhin schon. Genau, so wird sauber gemacht. Nee, doch nicht. Kann man jetzt den Scheibenwischer benutzen? Ich dachte, hier sind die Scheibenwischer-Dings da, Bumster, die man hier sieht, dass man die benutzen kann, dass er das sauber macht, aber irgendwie nicht. Tolle Karte. Und jetzt, wir haben noch eine Rasierklinge, macht er da. Warte mal, mit der Rasierklinge kann man doch das hier aufmachen. Zip, 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 zip. Mit einem Schwamm. Das war alles. Das so verdrückt. Nur ein Schwamm nehmen, die. Wusch, 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 wusch. Blitzeblank wieder, kann man jetzt haben. Und jetzt? Gut. Am I really going to see the House of 1,000 Doors again? It's been 1 year since my last visit. What secrets will the house reveal this time? Who needs my help? Lost souls? Tormented ghosts? Someone else? I know one thing. I'll find the answers to my questions at the Lancaster's house. Stopp, wie jetzt nicht weiter. GG, da ja eine paar Frauen und Frauen am Steuer, Kappa. Und keine Platz für nur irgendwas. Klicke auf die funkelnden Gegenstände.
Gebiet, um Wimmelbildseen zu sammeln. Aber wir brauchen das jetzt nicht mehr. Okay, dann machen wir jetzt Wimmelbild. Ein Gehstock, das hat ihr alles mitgehabt, oder was? Das? Ne, das war das war ein Bogen, hä? Und jetzt? Eine Erbse, wie willst du denn hier eine Erbse finden? Da sind Erbsen. Ah, das sind doch Erbsen. Hä? Und Herz. Ballon. Da ist der Ballon. Der Schmetterling. Ein Fußabdruck. Gibt's hier einen Fußabdruck? Da ist der Fußabdruck. Eine Spinne. Da oben ist die nicht die Spinne. Ein Gehstock habe ich aber noch nicht gefunden. Ich dachte, das war vorhin der Gehstock. Oh, man kann sogar hier gucken. Erstmal hier draußen. Ein Schmetterling. Ein Schlüssel. Schlitzel. Das steckt nicht mehr. Da ist der Schlüssel. Ein Pfeil. Wenn die wieder so ein Pfeil, der eine Richtung zeigt, oder einen richtigen Pfeil, so ein Pfeil und Bogen. Was? Das sieht aus wie ein Griff einer Säge. Ich würde ja keinen Griff. Ah doch, da, lol. Und da ist die Säge. Zack, die Säge haben wir jetzt. Ein Insekt. Die Spinne muss hier sein, da. Ein Baguette. Ein Bagel. Ein Bagel. Da, der Bagel. Und jetzt. Immer noch der Gehstock. Da liegt kein Gehstock. Ist der Junge drin? Nö. Brennholz. Da, wenn ich diesen Holzklotz zerhacke, hab ich genug Feuerholz. Ja. Dann zerkloppe mal. Da ist die Axt. Ist mal kein Minigame, wo man hier die zerkloppen muss. Ah, das A brauchen wir, okay. Ein Ventilator, der ist aber ohne mich zusammengebaut. Ein Pfeil. Ein Gehstock. Das dieser Ah, das wollte ich mal doch ein richtiger Pfeil. Ich hatte wieder einen Gehstock fast wieder hier vermutet. Aber wo ist der Ventilator? Jetzt hier oben ist nochmal drin. Schmetterling, Insekt. Hier mein Insektkörper. Nö. Da ist der Schmetterling. Der Ventilator, hier ist das Teil. Auf dieses Teil, nee. Ah, da hinten, da, jetzt haben wir einen Ventilator. Jetzt nur einen komischen Insekt finden, ist das das Insekt? Das ist so ein, kann man Insekt auch benennen. Jetzt immer noch ein Gehstock. Ich will den das Insekt haben. Da ist der Gehstock. Aber das Insekt finde ich aber nicht. Ach, da oben, deine Ecke habe ich, da oben habe ich auch nicht hingeguckt. Ich habe hier nur auf dieses Bild geguckt. Kofferraumschlüssel. Ah, dann müssen wir jetzt den Kofferraum öffnen.
Ah, mal einen Hammer und eine hier nehmen. Na, das war's schon. Was ist das? Gehabt. Okay, die Hölle auf Erden. Ich fuhr gerade durch einen Wald, als Flammen aus dem Nix erschienen und alles in meinem Blickfeld verzerrte. Ich dachte, ich hätte einen Abstecher in die Hölle genommen. Direkt vor meinen Augen öffnete sich die Erde und der Himmel fing Feuer. Es war, als ob jemand versuchte, mich zu stoppen. Ich wurde ohnmächtig und prallte mit dem Auto gegen einen Baum. Als ich wieder zu mir kam, war die Flammen fort und alles war wieder normal. War es ein Albtraum? Eine Halluzination, ein Zeichen, ich bin in der Nähe des Hauses, also muss ich mich nur darauf konzentrieren. Was ein Zeichen, jetzt muss ich mich nun darauf konzentrieren, die andere Seite des Flusses zu erreichen. Feuerball, so ein riesen Feuerball, Junge. War das eine weitere Halluzination? Ein Ball aus Feuer flog zu mir und stoppte so, als würde er mich betrachten, und dann steuerte er auf das Haus zu. Die armen Lancaster, was passiert nur mit ihnen? Okay, jo. Aber leider ist die Folge schon wieder rum. Hoffentlich hat es wieder gefallen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wiedersehen!